Hallo und herzlich willkommen und grüß euch miteinander hier bei Erikas Selbstgemacht. Heute zeige ich euch einen Kartoffelrösti. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr wie immer unten in meiner Videobeschreibung nochmal in Ruhe nachlesen. Ich mache übrigens zwei so große Rösti-Taler. So könnt ihr euch an den Mengenangaben orientieren. 1 Kilogramm Kartoffeln schälen wir als erstes. Die Kartoffeln waschen wir einmal. Und dann reiben wir die Kartoffeln. Ich denke mit der Seite. Jetzt nehmen wir eine Schüssel, geben ein sauberes Geschirrtuch hinein und die Kartoffeln. Jetzt drücken wir das Ganze so gut wie möglich aus. So. Die gesamte Menge von den geriebenen Kartoffeln wiege ich jetzt erstmal und teile sie dann in zwei Portionen, denn ich mache aus diesen Kartoffeln zwei Rösti-Taler. Pro Rösti-Taler habe ich folgende Zutaten verwendet: 350 Gramm geriebene Kartoffeln, eine Zwiebel, ein Ei, Pfeffer und Salz. Und Muskatnuss. Und Petersilie. Alle Zutaten sind jetzt in dem Teig und jetzt wird er einmal vermengt. Der Rösti-Teig ist jetzt fertig und jetzt geben wir ihn in die Pfanne. Wir erhitzen eine Pfanne und da geben wir jetzt Butterschmalz hinein. Ich habe leider kein Butterschmalz, also gebe ich Butter hinein und Pflanzenfett. Da geben wir jetzt unsere geriebenen Kartoffeln hinein. Das verteilen wir in der Pfanne. Den Rösti-Teig dann in der Pfanne gleichmäßig verteilen und andrücken. Den Rösti-Taler lassen wir dann für 4 bis 6 Minuten auf der ersten Seite bräunen. Dann nehme ich einen Teller zu Hilfe und stürze den Rösti darauf. In die Pfanne gebe ich dann ein kleines Stück Butter und nochmal etwas Pflanzenfett. Und dann gebe ich den Rösti vorsichtig zurück in die Pfanne und lasse die zweite Seite wieder 4 bis 6 Minuten braten. Über den fertigen Kartoffelrösti geben wir dann noch Petersilie darüber. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbrutzeln des leckeren Kartoffelrösti, der zu ganz vielen Gerichten passt. Zum Beispiel zu einem Cordon Bleu, mal anders, findest du hier auf meinem Kanal. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Erikas Selbstgemacht. Servus!